Hallo da draußen, ich grüße euch. Und nicht nur ich bin heute dabei, sondern auch meine wunderbare, es ist kein Pickel, aber ich weiß nicht, was es ist. Es ist eine errötete, mit Flüssigkeit gefüllte Irgendwas-Hebung in meinem Gesicht. Ich habe es Oscar genannt, weil ich irgendwie an die Franzi denken musste. Ich frage mich bitte nicht, warum. Au! Das sagt ihr auch oft, obwohl ihr euch gar nicht wehgetan habt. Warum sitze ich jetzt hier und kämme mein Haar? Es hat ja nur eins zu bedeuten. Sandra macht sich fertig da. Die Sandra macht sich fertig hier und da. Und damit wollte sie euch einladen und gleichzeitig eine andere Art von Video verknüpfen. Nämlich ein klassisches Ask St. Millie Video. Ich habe gesagt gehabt, wenn ihr das T-Shirt zieht, dann ist das auch irgendwie schon immer so ein halbes Verrätnis, gell? Gibt das Wort überhaupt? Ach, was soll's, keine Ahnung. Ich habe vorhin gepostet, ich drehe heute mal am Samstag. Habt ihr Bock, beziehungsweise ich wollte das so und so verbinden, zumindest habe ich mir das so und so gedacht. Und ihr konntet mir Fragen stellen auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, weil man dort alles posten kann. Und ja, ich glätte jetzt mein Haar, mein Hitzeschutz ist schon drin. Und ja, ihr habt fleißig Fragen gestellt und die wollte ich jetzt heute mit euch durchgehen. Die erste Frage ist von Beauty in the Wonderland. Würdest du deinen Freund heiraten? Super, und das ist jetzt wieder das perfekte Thema, womit es dann gleich wieder, wie soll man sagen, ja, startet. Kann ich dir jetzt ganz klar sagen, nein, ich will ihn nicht heiraten, denn ja, ich weiß auch nicht. Machen wir es einfach offiziell. Es gibt Patrick nicht mehr. Patrick und ich gehen getrennte Wege seit ein paar Wochen. Und mittlerweile ist das auch ganz gut so. Eigentlich möchte ich nichts zu diesem Thema sagen, weil auch wenn ein Verhalten in letzter Zeit oft nicht okay war, denke ich, hat es im Internet eigentlich nichts zu suchen. Ich könnte jetzt zwar auch was sagen, aber ich lasse es einfach. Warum möchte ich nicht sagen? Ich denke, das kann man auch verstehen, dass ich das nicht sagen will oder dass das schon sehr arg privat ist. Aber ja, nur um deine Frage zu beantworten, nein, ich würde ihn nicht heiraten. Ich habe genügend Gründe, es nicht mehr zu tun. Fragt ein alter Bekannter, vielleicht kennt ihr den ja noch auf YouTube. DavyX21, folgt mir wieder auf Instagram. Dein Lieblingsgewürz, fragt gerade der Richtige. Mein Lieblingsgewürz ist ganz einfach und ganz klassisch, es ist nämlich Salz. Ich liebe salzige Sachen. Ich liebe auch, wenn es auf der Brezel so ganz viel Salz ist. Ich liebe es, wenn der Kartoffelpüree übersalzen ist. Ich liebe es generell, wo überall Salz drin ist, was absolut ungesund ist und absolut nicht zu empfehlen ist. Aber ja, ich liebe Salz. Fragt eine Virella, welche materiellen Dinge stehen noch auf deiner Wunschliste? Gute Frage, nächste Frage. Ich hätte ganz gerne noch eine wunderhübsche, tolle, geile Designertasche von Michael Kors. Aber da Sandra sich noch nicht mal traut, so viel Geld für eine Uhr hinzublättern, wird sie das erst recht nicht für eine Handtasche machen. Wobei, die Handtasche würde ich ja echt öfters tragen, vermutlich mehr als die Uhr. Das weiß ich nicht, aber ich denke es zumindest gerade mal. Und Oscar erscheint in seinem prallen Licht, das ist toll. Und ich weiß jetzt auch nicht so, was könnte ich mir noch wünschen? Ein Riesenhaus, finanzielle, so viel Geld auf meinem Konto, dass ich keine Angst vor irgendwas haben muss, keine Ahnung. Ist ja auch materiell Geld, oder? Ist doch ein materieller Wunsch, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Ah, ich hätte ganz gerne einen schönen großen Fernseher, weil den gibt es auch nicht mehr. Und ich hätte ganz gerne einen neuen Fernseher, ich hätte ganz gerne einen neuen Laptop, beziehungsweise einen richtig coolen Rechner mit einem richtig geilen Schnittprogramm. Ich hätte ganz gerne eine richtig geile Spiegelreflexkamera, damit ich auch so wundervolle, tolle, übertriebene YouTube-Videos gestalten kann. Princess Peachy Cake, Lieblings Mac Lippy. Das ist, obwohl ich den jetzt gerade nicht mehr besitze, weil ich den nämlich schon einmal aufgebraucht habe. Was würde Sandra jetzt antworten? Ich wette, ihr wettet jetzt alle, dass ich Mac Gaga 2 sage, oder? Komm, das hast du ja jetzt dir gedacht, dass ich das sage, oder? Das Problem ist, das wird jetzt echt nichts bringen, weil es den ja nicht mehr gibt. Ich habe zwar noch 3 Backups, ich benutze den auch noch sehr gerne, aber ein MAC-Lippenstift, den ich garantiert schon leer gemacht habe und ich mir aber noch wieder kaufen muss, ist MAC Blankety. Das ist so ein Alltagston, der wirklich zu jedem passt und gerade wenn ich hellere Augen-Make-ups schminke oder so, dann gehen die Lippen einfach nicht so sehr unter. Dann habe ich den sehr, sehr, sehr... Ich
habe auch so eine Eigenart, meine Haare zu glätten, ne? Sehr, sehr gerne getragen. Das ist mein absoluter Lieblings-MAC-Lippenstift. Dann fragt der Beauty-Kümer. Den Beauty-Kümer müsstet ihr auch kennen, wenn nicht. Hallo, was hast du verpasst? Willst du mich heiraten? Ja, ich möchte dich heiraten. Das wäre toll. Wenn Kümer und ich heiraten würden, dann würde ich von Kit eine aufs Maul kriegen, wahrscheinlich. Das wäre toll, aber dann hätten wir kein normales Leben mehr, das kann ich euch gleich sagen, weil dann wäre alles pink, alles wäre rosa, Sandra wäre dauerhaft wahrscheinlich besoffen. Nicht, dass ich Kümer als Alkoholiker abstemple, nein, aber ich weiß, dass die Ossis definitiv da drüben viel vertragen können und ja, ich nichts. Ich vertrage nicht so viel. Jetzt habe ich mir gerade den Daumen verbrannt. Scheißdreck da. Ich hatte so einen Unfall mit meinem Daumen. Der ist der Fingernagel bis zum Erbrechen abgebrochen. Jetzt hat die mir so ein provisorisches Ding wieder rekonstruiert. Und ich kann das Ding aber immer noch nicht richtig verwenden. Oh, es ist so ätzend. Wisst ihr, wie angewiesen man ist, wenn man auf den Daumen? Tiere haben das ja nicht, aber ich mittlerweile, ich kann gar nicht auf den verzichten, ne? Dann fragt eine Senora 19. Hallo, Senora. Was macht dich glücklich? Das ist eine gute Frage, denn also ich weiß zwar nicht so, warum. Meine Mama zum Beispiel sagt das auch, aber weiß nicht. Also ich persönlich, wie soll ich denn das jetzt rüberbringen? Eigentlich macht es mich ja machen mich keine materiellen Dinge glücklich, aber andererseits doch schon. Also mich macht es glücklich zumindest, wie zum Beispiel, also bestes Beispiel, pass auf, es geht da nicht um das Ding an sich, sondern die Gestik und was das ist. So, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel die Romy, das ist ja meine aktivste Followerin all over the world, ja? Romy ist Big Love, also das ist meine aktivste Zuschauerin, die ich kenne seit einem oder zwei Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr, die retweetet alles etc. bla bla. Und die hat mir mal ein kleines Mini-Paket geschickt, im Übrigen ich dir auch, aber das ist bei der Post abhanden gekommen, weil die Dame ja in Luxemburg wohnt. Das ärgert mich ernsthaft, weil ich habe solche Probleme andauernd. Meine Post, grundsätzlich geht die hier von und ich hasse das hier bei uns im Ort, aber was soll's. Die hat mir mal eine Handyhülle geschickt und zwar ist das diese hier. Das ist nämlich ein ganz süßes Foto, was ich mal geschossen habe von der Mietz, als ich mir Schuhe bestellt hatte von Tamaris. Und dann hat sie da noch so einen schönen Spruch mit reingemacht und es geht einfach um die Gestik an sich, wisst ihr? Ein Geschenk hat sehr viel Wert für mich, wenn es gut überlegt ist, um mir eine Freude zu machen. Und das macht mich unheimlich glücklich, wenn das Menschen machen für mich, die irgendwie wollen, dass es mir gut geht und mir das Beste wollen. Oder auch Nina zum Beispiel. Nina ist so ein Mensch, die hat eine Fähigkeit, Liebe auszuteilen, das ist abnormal, meiner Meinung nach. Ich kenne persönlich auch keinen Menschen, der so lieb sein kann, aber auch so abspacken mit dir könnte. Und weißt du, was ich sagen will? Das macht mich glücklich. Wenn ich in ihrer Nähe bin, bin ich glücklich. Wenn Menschen mich umgeben, die mir was bedeuten, bin ich glücklich. Wenn man mir das Gefühl gibt, ich bin was Besonderes, dann bin ich ebenfalls glücklich. Und bevor jetzt irgendwann noch die Frage auftaucht, Sandra, bist du jetzt momentan glücklich? Nein, bin ich nicht. Ja, wisst ihr, wenn man denkt, man ist angekommen so im Leben, dann denkst du eigentlich, ja, du hast eigentlich alles und tja, was soll's. Also ich, auch wenn es gerade so rüberkommt, als wäre ich voll der Strahlemann und wäre auch voll super drauf und sowas, ich bin momentan nicht glücklich, weil jetzt muss ich mich mit allen neuen ein bisschen zurechtfinden und so. Und ja, nur so zur Info, falls die Frage kommen sollte. Dann fragt Mareike Bertrim, was war der schönste Moment in deinem Leben? Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch am besten in die Infobox oder ja, am besten in die Infobox, weil es gibt so einen Tag, den ich mal mitgemacht habe, der heißt Bitte Lachen Tag. Und da wurde diese Frage mir unter anderem genauso gestellt. Und da beantworte ich das alles ein bisschen ausführlicher, weil sonst würde ich jetzt ein zweites Video quasi neu labern mit demselben Inhalt. Da würde ich euch doch bitten, da reinzugucken, wenn du willst, wissen willst, was mein schönster Tag in meinem Leben war, dann guckt ihr das Video auf jeden Fall an. Es ist ein bisschen emotional, aber ja, ich wollte auch gar nicht so emotional werden, aber es ist sehr liebevoll geworden. Fragt, hey, stay love.
Was würdest du tun, wenn eine deiner Kätzchen so verletzt wäre, dass es ratsamer wäre, sie einzuschläfern zu lassen? Würdest du es tun oder sie weiter leben lassen? Crossed fingers, dass hoffentlich nie passiert. Das ist eine Gewissensfrage, ne? Ich finde, es ist vergleichbar mit, wie ist es, wenn du einen lebendigen, ja, davon gehen wir aus. Wenn du einen Menschen an einer Maschine hast und du weißt ganz genau, er wird nie wieder aufwachen, er kann auch nur leben mit dieser Maschine, machst du sie an oder aus? Für mich ist das ziemlich vergleichbar, weil ich denke, dass Menschen ihre Tiere, die ihre Tiere wirklich gern haben und auch lieben, eine sehr emotionale Bindung zu ihren Katzen haben. Ich zum Beispiel auch. Ich kann die auch nicht weggeben. Das werde ich auch nie tun. Ich habe mir die angeschafft oder hergeholt. Ja, angeschafft. Hört sich so scheiße an. Und nur weil jetzt eine Lebenssituation nicht mehr passt oder sich verändert oder sowas, kann man die dann nicht einfach ja liegen lassen oder sich nicht mehr drum kümmern oder abgeben oder wegschmeißen oder sonst irgendwas. Weißt du, was ich meine? Das geht ja nicht. Man muss ja irgendwie Verantwortung dafür zeigen. Und würde ich wissen, zum Beispiel, dass meine Katze auf einmal so sterbenskrank geworden ist, aus welchen Gründen auch immer, kenne mich da nicht aus, und der Tierarzt mir sagen würde, es wäre eine Erlösung, die Katze lieber einzuschläfern, dann würde ich mir definitiv noch vorher eine Zweitmeinung holen. Und dann, wenn der dasselbe sagt, dann würde ich mir das gut überdenken. Aber ich möchte meinem Tier auf jeden Fall etwas Gutes tun und es soll niemals leiden. Ich kann das schon nicht haben, wenn die sich hier fetzen oder sowas. Da kriege ich schon innerlich so einen Heulkrampf. Furchtbar. Also ich möchte nicht, dass meine Tiere leiden. Und wenn ich wüsste, sie wären so sterbenskrank und hätten Schmerzen, dann würde ich es wahrscheinlich auch dazu kommen lassen, dass ich sie einschläfern müsste. Denn ein Tier darf und sollte auch nicht leiden. Nanny Love Make-up fragt, was machst du denn gerade beruflich? Kannst du uns nur eine klitzekleine Info geben? Du machst uns ja immer so neugierig, aber dann sagst du ja nie was dazu. Und welche YouTuber schaust du am liebsten? Warum ich nie was dazu sage, liegt einfach daran, dass ich früher in einem Betrieb war, die wissen, dass ich YouTube-Videos mache, die einfach kein besseres Hobby haben. Und ich will einfach nicht, dass die wissen, was ich gerade mache und wo ich gerade bin. Weil dann könnte man das ein oder andere darauf zurückgreifen, wo ich vielleicht sein könnte. Oder was ich zurzeit gerade mache. Und das weiß ich nicht, ich möchte es nicht. Ich kann euch aber nur so viel sagen. Ich mache etwas in Sachen Beauty und ich mache etwas in Sachen zahnärztlicher Abrechnung. Also es mischt sich noch so ein bisschen. Ich mache beides momentan, was ihr ja in den letzten Monaten oft gemerkt habt, dass ich da ja so gut wie keine Zeit mehr hatte, um YouTube-Videos zu drehen. Weil die letzte Arbeitsstelle mich so eingenommen hat, ohne Ende, dass das für das andere überhaupt keinen Platz mehr in meinem Leben war. Und das wollte ich einfach nicht. Und deswegen habe ich ja auch wieder gewechselt. Ich möchte ja nicht sagen, was ich bin, was ja aber viele wissen. Ich bin gelernte Zahnfee. Und ich finde, wenn ich das mache, dann sehe ich aus wie ein Chines. Das ist jetzt nicht rassistisch oder so. Soll es auch nicht sein, aber guck. Schließauge. Und wer war meine Lieblings-YouTuber? Welche schaue ich am liebsten? Stimmt. Meine allergrößte Obsession und Liebe ist Funny Pilgrim, Mira. Das ist seit Jahren meine Number One und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Und ich glaube, ich werde die bis ins Grab irgendwann gucken. Sollte sie bis dahin auch noch Videos machen? Ich habe keine Ahnung. Wen gucke ich noch gerne? Ich gucke unheimlich gerne die, wie heißt sie? Die Unique Carina, die gucke ich sehr gerne. Ich gucke unheimlich gerne Kind of Rosie. Wonderwall gucke ich sehr gerne. Ich gucke auch sehr gerne die kleine Melle 81, weil sie immer noch dieses alte YouTube verkörpert irgendwie. Was ich auch sehr, sehr gerne mag, wobei ich das ja nicht immer sehr toll finde, wenn gewisse YouTuber Netzwerken sind. Ich persönlich halte ja gar nichts davon, aber das ist auch nicht das Thema. Es soll jeder machen, was er will, ist mir scheißegal. Aber ich mag die Jungs von Bullshit TV zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil die machen diese Street Comedy und ich könnte mir immer einen ablachen. Ich mache es auch immer, wenn die was hochladen. Das ist so abnormal, was die hoch. Das ist total mein Humor irgendwie, Leute zu verarschen und so. Und ich würde das am liebsten auch mal machen. Ich täte mich am liebsten verkabeln, auf die Straße gehen und die Leute draußen verarschen und dann soll mich jemand dabei filmen. Wenn das jemand mit mir machen will, ich wäre sofort dabei. Das wäre mir, also ich wäre sofort dabei. Ich würde das sofort machen. Und den gucke ich noch gerne. Das ist immer das Problem. Es fällt einem in dem Moment ja nicht ein, ne? Ich gehe gerade durch, wenn ich immer so dessen Videos like oder so. Sallys Tortenwelt finde ich ganz geil. Die
kann, oh, die Frau kann so geil backen. Und das Beste ist, die wohnt gar nicht so weit weg von mir. Ich will die unbedingt mal sehen und treffen. Aber das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben. Ich schreibe zwar oft unter den Videos so, oh, sie ist so toll und sie antwortet auch ganz oft. Aber ich glaube, die weiß gar nicht, wer ich bin. Dabei würde ich die Frau so gerne mal treffen. Die kann eine Pfirsich-Melba-Torte backen und das ist oh, furchtbar geil. Der Neonkäfer fragt, ich finde, das ist ein super süßer Name. Was machst du momentan beruflich? Okay, das haben wir jetzt gerade geklärt. Mehr oder weniger. Hast du einen Führerschein und Auto? Ja, habe ich. Wenn ja, was für eins? Ich habe einen Nissan Micra in Blau. Wie hast du abgenommen und machst du noch weiter? Ja, das ist auch so ein Thema, was ich eigentlich nicht besprechen wollte. Aber ja, shit happens, was soll's. Es ist ja einigen so, also ich weiß auch nicht, wie es im Video, finde ich, kommt es ja gar nicht so rüber, ne? Aber viele haben unter die letzten Bilder immer so geschrieben, zusammen. Da kann das sein, dass du abgenommen hast. Dann meine ich so halt so, ja. Und wie viel es ist, und dann, ja, das kommt natürlich auch immer die Frage. Und es sind also mittlerweile so 8,5 irgendwas Kilo, die ich runter habe. Und dann fragen immer ganz viele, ja, wie hast du das gemacht? Erzähl mir, erzähl, erzähl, erzähl. Ich möchte das eigentlich nicht erzählen. Ich sage jetzt nur so viel soweit, es war nicht geplant. Ich habe nicht mit Absicht abgenommen. Das war mehr oder weniger ein Unfall. Ja, ein Unfall war es eigentlich auch nicht. Es war mein Glätteisen. Siehst du, mein Glätteisen macht es auch schon Kira in dem Moment. Aufgrund, dass Patrick und ich halt getrennte Wege gehen, hat mein Körper in jeglicher Hinsicht tagelang gestreikt und hat, also ich sag's jetzt so, wie es ist, er hat tagelang keine Nahrung zu sich genommen, nur trinken, wenn überhaupt, und ja, es war alles ein bisschen scheiße und schwierig. Und also eigentlich bin ich das gar nicht gewohnt, dass ich sowas mache. Ich habe dann nur irgendwann mal angefangen zu merken, so, ich habe dauernd Kopfweh, meine Haut ist nicht mehr voll mit Spannkraft. Also ich war auch einen Tag lang total dehydriert und jetzt stehe ich mit dem Kamm jetzt hier. Das ist auch super sexy. Und ich will jetzt euch auch gar nicht so irgendwie dazu verleiten, irgendwie jetzt Mitleid mit mir zu haben oder so. Ich will das eigentlich auch gar nicht. Ich bin da jetzt einfach nur mal offen und ehrlich zu euch. Deswegen habe ich halt auch so viel weg, weil das erste ist ja eh Wasser, ne? Und dann, sobald es Fett dran ist, tut sich nicht mehr so viel. Ich habe halt tagelang nicht wirklich was gegessen, nur das Nötigste. Und auch erst seit seit rund 2 Wochen esse ich auch wieder regelmäßig und bewusst. Und ich versuche das jetzt natürlich auch zu halten und so, Süßkram und sowas, alles weg mit dem Scheiß. Aber ja, mehr oder weniger ist das Geheimnis. Aber macht das bitte nicht nach. Also, das soll keine Animation dazu sein, dass ihr jetzt denkt, ja, okay, gut, wenn ich 3 Wochen lang nichts fresse, dann purzelt so runter. Nee, also macht das bitte nicht. Ich finde das ganz arg grauenhaft. Ich finde Hungerhaken auch ganz, ganz schlimm. Und ich will dazu auch gar nicht animieren. Das war einfach eine scheiß Zeit. Vielleicht kennen das ja viele. Es gibt ja Menschen, die fangen eigentlich an zu fressen. In dem Moment, wenn es denen schlecht geht. Normalerweise gehöre ich auch zu diesen Menschen. Ich fange immer an zu futtern, wenn es mir schlecht geht oder so. Mein Haar ist geglättet, aber es sieht irgendwie so frisselig aus. Warum auch immer. Das liegt vielleicht am Shampoo. Naja, keine Ahnung. Und andere fangen halt an, gar nichts mehr zu essen. Und das war eine neue Situation für mich und ich kannte das nicht. Und die Nina hat dann so ein bisschen an meiner Tür geklopft und hat gesagt gehabt, Sandra, pass jetzt auf, sonst passiert das und das. Und dann habe ich mich wieder so langsam rangewagt und ja, inzwischen ist alles wieder in Ordnung. Anastasia Buster fragt, wer ist dein Vorbild? Wenn ich jetzt sage, ich habe keins, ist das doof? Oder gibt es sowas überhaupt? Habe ich ein Vorbild? Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich sagen, dass nicht mal meine Mama ein Vorbild ist, aber ich kann behaupten, dass meine Mama mir ein Leben vorgelebt hat, woran man nicht, sage ich jetzt mal, negativ denken könnte, weil sie hat sich in vielerlei Hinsicht alleine mit uns durchgeschlagen und ich weiß nicht, warum meine Erziehung so war, also grundsätzlich, ich spreche über sowas überhaupt nicht gern, ja, also ich will da auch gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, dass ihr Verhalten mich schon sehr geprägt hat, in jederlei Hinsicht, die es geben kann, wirklich alles, und ich denke, dass manche Situationen zwar oft
aus der Sicht eines Kindes total falsch und angemessen sind, aber im Endeffekt haben sie einen zu dem ja auch jetzt gemacht, was sie heute sind, so blöd, wie sich das anhört, aber also ein Vorbild ist er meiner Meinung nach eigentlich nicht, ohne ihr ans Bein pissen zu wollen. Eigentlich habe ich auch keins, aber sagen wir es so, sie hat eine vorbildliche Funktion in manchen Lebenssituationen mir vorgelebt, die ich, denke ich, übernommen und umgesetzt habe. Was dann wieder für ein Vorbild spricht, wenn du verstehst, was ich meine. So irgendwie, keine Ahnung. Das ist auch ein süßer Name. Apfelinsche. Oh, die Frage ist cool. Die ist sauber. Warum kriechen so viele kleinere YouTuber den Großen in den Hintern? Haben die alle kein Rückgrat? Ich finde, das ist eine tolle Frage. Warum machen das viele? Also ich merke das ja ganz oft auch unter meinen Videos, dass da jetzt ganz viele posten, so, ja, schaut doch mal bei mir vorbei. Ich lösche sowas grundsätzlich. Ich will Eigenwerbung nicht unter meinen Videos haben oder so. Ich habe das ein-, zweimal am Anfang gemacht und danach auch nie wieder. Und ich finde das auch grundsätzlich scheiße. Und das Ding ist halt, dass diese kleineren YouTuber, momentan ist es ja wirklich so, dass viele das ja als Beruf ausüben. Und jetzt denkt sich natürlich so jeder Hans Wurst da draußen, Otto Normalverbraucher, ja geil, dann werde ich einfach YouTube-Star und verdiene damit meine Kohle und mache jetzt voll das Leben damit. Ne? Und deswegen versuchen die sich natürlich, sich jetzt große Leute rauszupicken, um von denen gepusht zu werden. Also so könnte ich mir das zumindest vorstellen. Ich habe keine Ahnung, aber ich kriege es selbst in eigenem Leib als mit, dass viele dann sagen so, weißt du, das sind meistens so Leute, so unter 500, die so unter 500 Abonnenten oder so haben. So, Sandra, ja, lass uns doch mal eine Kooperation machen, bla bla bla. Da merkt man einfach, dass man ausgenutzt wird. Weißt du, was ich meine? Die mögen einen zwar vielleicht auch, also ich möchte auch keinen hier anpissen oder so, aber man merkt schon so, dass die sich schon einen Eigennutzen davon irgendwo herziehen wollen. Und also mir persönlich ist eine Abozahl vollkommen Latte irgendwie. Also ich bin zufrieden damit. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so viele sind. Es gibt auch welche, die haben auch mit 2000 angefangen. Da war ich schon über 10.000, habe ich mittlerweile überholt. Hey, sei denen gegönnt. Vielleicht machen die auch regelmäßige Videos oder bessere Videos oder bieten eine andere Quali, die ich nicht bieten kann. Vielleicht denkt sich auch jemand so zwischendrin, Sandra hat sie nicht mehr und ich will sie deswegen auch nicht mehr sehen. Kann ja auch alles sein. Das Ding ist, die Leute mögen dich so was von dem, was du halt bietest. Und es gibt halt viele YouTuber, besonders in Netzwerken, denn das ist ja auch oft der Sinn eines Netzwerkes, aus meiner Sicht, ich behaupte das jetzt einfach so und das ist meine Meinung, deswegen kann ich dafür auch nicht angegriffen werden. Punkt. Dass Leute sich dann einfach davon viel versprechen, groß rauszukommen und damit sich selber was aufzubauen, selber bekannt zu werden, ihre eigenen personalisierten Ideen in die Welt rauszuschmeißen und zu sagen, das bin ich und das kann ich und ich hoffe, es gefällt dir und ich möchte auch Anerkennung für das, was ich hier mache. Es ist ja wirklich so. Es gibt also jeder, der da draußen hockt, ja, und sagt, er möchte keine Anerkennung für das, was er hier liefert, der lügt. Weil ich möchte ja auch Anerkennung. Ich bin ja total deprimiert, wenn ein Video nicht gut ankommt, obwohl ich mich da voll für eingesetzt habe. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, weiß ich auch nicht, so ein, deswegen macht man es ja. Deswegen jeder, der das sagt, der macht es nicht deswegen, der lügt einfach in dem Moment. Wenn ich jetzt sagen würde, mir ist es aber scheißegal, meine ich das aber wirklich ernsthaft so. Mir ist es nur nicht scheißegal, wenn ich meines Erachtens nach viel in ein Video reingesteckt habe und es wird so gar nicht angeguckt oder so. Oder kommt voll blöd oder anders rüber als gedacht. Das ist mir dann nicht egal, weil da fange ich dann an zu rattern und denke mir so, doof. Weißt du, was ich meine? Aber das ist eigentlich gar nicht Thema des Videos. Eigentlich sollte ich ja noch mal kurz was beantworten, oder? Oh. Ups. Vanessa Nicole, wahrscheinlich sein Doppelname, fragt, könntest du dir vorstellen, wenn Patrick eine... Nein. Eltern zu werden? Momentan auch nicht. Das war aber auch schon zu Patricks Zeit ein Thema, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Und wenn ja, wie viele Kinder möchtest du mal haben? Das kann man ja auch allgemein sehen. Wenn ich mal je in meinem Leben Kinder haben sollte, dann mindestens eins, aber nicht mehr als zwei. Ich glaube, das verkrafte ich nervlich rein irgendwie nicht, weil ich bin so ein nervlich sehr angespannter Mensch. Ich bin manchmal schon so leicht zu reizen und so. Ich gebe es ja zu, es ist ja eigentlich auch eine schlechte Eigenschaft. Aber ich finde irgendwie,
Hört sich das arrogant an, wenn ich das sage? Eigentlich finde ich, dass ich ein recht lieber Mensch bin. Wenn ich Leute mag, weißt du, dann. Weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles für die tun würde, nein, aber ich zeige denen, dass ich die auch mag. Und wenn das irgendwann nicht mehr so ist oder ich schon oft enttäuscht bin, dann werden die mir so ein bisschen gleichgültig, egal, so ein bisschen. Und ich habe jetzt auch eine Erfahrung gemacht, wo ich mich komplett verarscht fühle und ich weiß nicht, ich kann das einfach auch nicht mehr aufbauen und weiß nicht, was hat das jetzt großartig mit Kindern zu tun? Ich habe selber viele blöde Erfahrungen machen müssen, als ich klein war. Nicht, dass ich hier Draw My Life Tag Sandra die schlimmste Kindheit hatte, nein, absolut nicht, aber sagen wir es so, es gab einige nicht so schöne Momente in meinem Leben, die ich auch sehr weit nach hinten in mein Gehirn verdrängt habe, vergessen habe und auch nicht darüber sprechen möchte. Und ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern antun möchte. Und deswegen ist meine Einsicht diesbezüglich momentan überhaupt nicht vorhanden, weil ich mir dann eher persönlich mir vorstellen könnte, gar keine zu haben, dafür dann aber ein entspannteres Leben. Natürlich kann ein Leben auch entspannt sein mit Kindern, um Gottes Willen. Bitte dreht mir jetzt nicht die Worte im Mund um und sagt hier, Sandra, du, ne, das möchte ich nicht. Aber ich muss mich jetzt momentan erstmal selber zurechtfinden. Es kann ja auch sein, dass Traummann XY irgendwann vor meiner Haustür steht und sagt, hallo, und mit dir möchte ich Kinder haben. Und Sandra denkt sich, Jackpot, weißt du, so, wow, du bist es einfach, weißt du? Und ja, ich dachte zwar eigentlich, dass das ist, aber ja, was soll's. Und ich möchte heute ein helles Augen-Make-up haben, ein goldenes, ein Glamour-Make-up. Eigentlich finde ich es gar nicht so glamourös, aber ich schminke es ziemlich gerne, weil ich finde, es passt zu braunen Augen, ist ziemlich geil. Ich könnte mir das auch bei blauen Augen ziemlich gut vorstellen. Weil dann bammt das noch so ein bisschen mehr. Aber machen wir weiter mit den Fragen. Baby Frog 86 fragt, schminkst du dich jeden Tag oder gehst du auch mal ganz ohne raus? Wie stehst du zu dem Thema? Ich vertrete eigentlich die Meinung, jeder soll machen, was er soll. Aber ich werde ja jetzt gerade gefragt. Und ich gehe eigentlich grundsätzlich nie ungeschminkt aus dem Haus. Also, und wenn es Eyeliner, Mascara, Make-up und kurz Rouge ist, also ein bisschen muss einfach sein. Also klar, wenn ich jetzt eben an einem Müll- oder Briefkasten muss, dann nicht. Dann mache ich das auch ohne. Das ist klar. Also so krass ist es jetzt nicht vor die eigene Haustür. So 10 Meter vor die eigene Haustür traue ich mich schon. Aber grundsätzlich, ich habe mit so vielen Rötungen und Pickelmalen und so zu kämpfen, dass ich mich diesbezüglich, was mein Selbstbewusstsein so dermaßen in den Keller getreten habe, dass ich eigentlich überhaupt keins habe, was das angeht. Ach, und also ich finde es toll, wenn man das nicht machen muss, wenn man eine geile Haut hat und so. Und nein, ich habe keine geile Haut, absolut nicht. Im Endeffekt soll jeder machen, was er möchte, wie er denkt. Ich finde es toll, wenn man das kann. Meiner Meinung nach kann ich es für mich persönlich nicht. Ich möchte es auch nicht. Ich kann damit aber auch leben, mich immer zu schminken. Ich bin dann halt nicht so spontan, wenn du verstehst, was ich meine. Und the next one fragt, Death Note Mellow. Was hältst du von der Todesstrafe? Oh, das ist ein very exciting Thema, weil das kann man mich jetzt ja jetzt so ausüben lassen, dass ich mich um Kopf und Kragen jetzt so ein bisschen rede. Ich nehme jetzt übrigens Texture. Das, was ich jetzt auch schminken werde, das wurde auch ziemlich oft nachgefragt in den letzten Videos, was ich denn da tragen würde oder so. Also ich schminke das jetzt mal identisch so nach. Was halte ich von der Todesstrafe? Eigentlich gibt es so Menschen, die sie verdient hätten. Wenn ich das jetzt mal so nebenbei bemerken darf. Ich hoffe, ich mache jetzt hier jetzt nichts Schlimmes mit meinen Aussagen. Ich versuche es neutral zu halten. Es gibt einfach Menschen, ich finde, die haben es verdient. Das Problem ist, dass diese Menschen das meistens schon selber ausgeübt haben, wenn du verstehst, also selbst jemanden umgebracht haben. Deshalb ist es für die vielleicht gar nicht so schlimm, weil sie wissen, wie es funktioniert.
Und deshalb würde ich fast sagen, es ist schlimmer für die eingesperrt zu werden, weil ich glaube, dass wenn du eine ganz lange Zeit eingesperrt bist, irgendwann einen Knacks in deinem Kopf hast. Hast du auch schon, wenn du jemanden umbringst, ne? Nur mal davon abgesehen. Aber ich glaube dann noch mehr. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass die Häftlinge nach ein paar Jahren rauslassen, gerade Kinderschänder oder auch Männer, die vergewaltigen oder sowas. Weißt du, und dann stecken diese Leute dann in den Knast, die sich ein Lied runtergeladen haben oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach nicht rechtens, was das angeht. Das, also in Bezug auf Fairness. Ich finde das so. Es muss immer erst was passieren, dass man in den Knast kommt. Lädst ein Lied runter, bist du 5 Jahre hinter Gittern, aber der Vollidiot, der ein Kind vergewaltigt hat, was sein ganzes Leben lang, vielleicht Gott sei Dank überlebt hat, aber darunter leiden wird und wird dann nach 10 Jahren wieder rausgelassen, vergewaltigt direkt das nächste Kind. Weißt du, was ich meine? Oh, meine Katze hat was umgeworfen. Ich möchte mich eigentlich nicht so wirklich zu dem Thema äußern, weil. Wenn du einen Menschen umbringst in dem Moment, mit dem, was er gemacht hat, obwohl er das bei einem anderen gemacht hat, bist du ja nicht besser als dieser Mensch selber. So, weißt du, was ich meine? Irgendwie, es gibt Menschen, die haben es definitiv verdient und in der Tierwelt ist es genauso. Fressen oder gefressen werden und da musst du dich einfach behaupten und dies und jenes, aber diese Menschen haben meiner Meinung nach alle einen Knacks. Und ja. Also mein letztes Wort dazu. Ich finde, es gibt Menschen, die haben es deutlich verdient, die Todesstrafe zu kriegen. Es macht aber denjenigen, der es dann ausübt, nicht wirklich zu einem besseren Menschen, weil man es in dem Moment eben ausübt. Ich finde allerdings, dass die Welt dadurch ein bisschen mehr gereinigt sein würde von Menschen, die leider so psychisch krank sind, dass sie so einen Scheißdreck überhaupt erst fabrizieren. Allerdings ist es einfach auch so ein bisschen gegen dieses Recht, dass ein Mensch auch leben darf. Ein Mensch hat Recht auf Leben. Und warum sollte ein anderer darüber urteilen, dass das Leben genommen wird? Aber da sind wir ja wieder in einem Teufelskreis. Also von daher könnten wir das Thema stundenbreit ausdiskutieren. Es würde leider zu gar nichts führen, meiner Meinung nach. Deshalb gehen wir direkt zur nächsten Frage. Was hast du für Träume, die du dir noch erfüllen möchtest? Das habe ich ja vorhin so ein bisschen so erzählt. Wie definierst du Liebe? Wie definiere ich Liebe? Ich finde, Liebe. Es gibt ja verschiedene Arten von Liebe. Es gibt die Liebe zwischen Familien, es gibt die Liebe zwischen dir und deinem Partner, es gibt die Liebe zwischen dir und deinen Geschwistern, es gibt die Liebe zwischen dir und Tieren, es gibt die Liebe zwischen jeglichem anderen. Und ich glaube, keines dieser Beziehungen kann richtig funktionieren, wenn du nicht das Gefühl hast, dass diese Liebe wie dein bester Freund sein könnte oder so. Also für mich ist Liebe auch so ein bisschen wie Freundschaft. Ich muss mit demjenigen über alles reden können. Ich muss dem alles erzählen dürfen und andersrum denke ich auch. Und ich liebe meine Katze, aber jetzt könnte ich sie gerade auch umbringen, weil die nur Scheiße baut. Aber nein, aber ja, Liebe ist schon auf der einen Seite Freundschaft und Liebe ist aber auch Zugehörigkeit und Liebe ist auch ganz tief bindend irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber ich finde, man kann doch ganz genau erkennen, wann es keine Liebe ist. Hat man ja machen können. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ist denn für euch Liebe? Das ist ja eigentlich nicht nur interessant, wie ich das sehe. Ich finde, das ist generell sehr interessant, wie Leute das da draußen definieren, wie du das da drüben definierst vorm PC. Das kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Dann fragt sie ebenfalls noch, was hältst du von der jetzigen Jugend? Was hältst du von Abtreibung? Was hältst du von der jetzigen Jugend? Die jetzige Jugend hat es um vieles einfacher in mancher Hinsicht. Die jetzige Jugend hat es aber auch in vielerlei Hinsicht viel schwerer. Also ich persönlich ziehe mich ja auch irgendwie eigentlich schon. Ich bin doch noch jung, oder? Obwohl ich hier Lachfalten habe. Ich bin doch noch so jung. Ich finde, was ich ganz blöd finde, ist, dass wenn Leute immer sagen, die Jugend von heute, bla bla bla. Aber jede Zeit hat ihre Zeit und nicht jede Zeit ist miteinander vergleichbar. Ja, früher war es halt anders da und jetzt ist jetzt. Und momentan stehe ich auf so ein Lied.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass mir sowas gefällt. Aber die Lochis haben mal so ein Lied, das seht ihr vielleicht ab und zu in den Werbungen vor den ganzen Videos. Momentan haben die ein Lied gemacht, das heißt da durchgehend online irgendwie sowas. Und ich singe das schon die ganze Zeit, weil ich voll drauf stehe. Und dann singt der eine so, meine Mom checkt's nicht, für sie ist alles Hightech. Damals gab's kein Internet, jetzt schon, das bla bla. Weißt du? Eigentlich trifft das genau. Ja, damals gab es das alle nicht, aber jetzt schon. Und warum soll ich das nicht nutzen in dem Moment? Ist doch blöd, wenn ich etwas nicht nutze, wenn mir die Zeit es doch irgendwie gibt und ich es benutzen kann. Das ist doch, weißt du, und das verstehen halt ältere Herrschaften ab und zu nicht. Was halte ich von Abtreibung? Eigentlich finde ich gut, dass es sowas gibt, dass man das machen kann. Weißt du, was ich meine? Also früher gab es das ja, glaube ich, nicht. Zumindest weiß ich nichts darüber. Aber überleg mal, die Medizin ist so weit, dass es sowas gibt. Ja? Der Grund, warum sowas passiert, ist ja jetzt mal nebendran gestellt. Ja? Was halte ich davon? Ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, Frauen zu ermöglichen, die definitiv keinen Kinderwunsch haben möchten oder aus was für Gründen auch immer. Ich meine, es gibt doch Vergewaltigungsopfer, die wollen bestimmt nicht das Kind davon großziehen. Ist mir alles klar. Also jeder muss seine eigene Entscheidung dafür treffen. Ich finde es gut, dass die jetzige Welt es machen kann. Wenn ich das jetzt selber hätte und wäre vor dieser Entscheidung, treibst du ab, Sandra, oder behältst du es? Muss man einfach mal sehen, in welcher Situation befinde ich mich gerade. Habe ich es von meinem Partner, würde ich es um Gottes Willen nie abtreiben. Es kommt auch darauf an, wie lange man zusammen ist und wie man sich dafür bereit fühlt. Ist man sehr jung und wurde ungewollt schwanger, muss man das auch für sich entscheiden, ob man jetzt schon früh Mama sein möchte oder ob man nochmal ein bisschen Zeit aufschiebt und sagt, jetzt passe ich besser auf oder so. Es ist aus verschiedenen Blickwinkeln immer zu sehen. Man kann nie das eine behaupten, ohne den Hintergrund halt so ein bisschen zu wissen. Und es gibt auch so ein paar Leute da draußen, die halt sagen, ja, grundsätzlich ist Abtreibung Mord. Im Prinzip stimmt es ja irgendwo. Ja, schon. Aber stell dir vor, du wurdest vergewaltigt und du wirst schwanger und willst du dieses Kind haben? Das Kind kann dafür nichts, aber die Frau konnte in dem Moment auch nichts dafür. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, jeder muss das selber für sich entscheiden, ob er diesen Schritt gehen will, muss, möchte oder eben nicht. Und ich finde, man kann einer Person auch nicht vorwerfen, was sie zu tun hat. Und da trennen sich hier gerade die Geister. Ich sehe es schon kommen, ey. Kommentardiskussion ohne Ende. Aber ja, warum nicht? Also, wenn dir danach ist? Wenn dein Gefühl und deine Situation sagen, es muss so sein, dann muss es so sein. Da hat keiner das zu entscheiden. Und ich finde, der Einzige, der das entscheiden kann und muss, das ist die Frau selber an sich. Also, auch wenn der Partner, der Mann dahinter steht und sagt, er will's und dies und jenes, aber er muss auch Verständnis haben, dass eine Frau, das ist ihren Körper und sie muss damit auf gut Deutsch leben. Und es gibt so viele Frauen, die ihre Kinder danach so quälen und so miserabel behandeln. Weißt du, das kriegt man so oft mit. Und manchmal wäre es mir lieber, deren werden dann die Kinder weggenommen, weil ich da einfach dann nicht hingucken kann in dem Moment, ja. Und da draußen vor diesem Bildschirm sitzt jetzt auch bestimmt jemand, der sagt, keine Ahnung, ich habe so eine beschissene Kindheit gehabt oder durchlebe sie momentan oder so, weißt du? Ich wünsche, es gibt dann so Jugendliche, die dann sagen, am besten wäre es, ich hätte diese Eltern nicht. Das Problem ist, was heißt das Problem? Man kann sich seine Verwandtschaft generell nie aussuchen, es ist halt immer so. Und es gibt einfach auch Eltern da draußen, es ist einfach so, ich wünschte, deren Kinder wären denen längst entzogen worden, weil es gibt so viele Kinder da draußen und ich wette, diese Dunkelziffer ist so hoch. Boah. Nee. Beenden wir das Thema besser an der Stelle, weil das führt sonst zu nichts und dann artet das hier in eine Diskussion aus, die vielleicht gar kein Mensch haben will oder so. Ein Marshmallow fragt mich, was würdest du tun, wenn es YouTube plötzlich nicht mehr geben würde? Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es nicht mehr geben würde.
Ja, keine Ahnung. Gehe ich auf eine andere Plattform. Keine Ahnung. MyVideo oder Google Plus oder ich lade es nur noch auf Facebook hoch. Vielleicht hat Facebook dann so riesen Server noch mehr auf der Welt, dass es das hinkriegt. ja, wäre schade, aber kann ich ja da nicht ändern. Kommen wir zu der nächsten Frage von Superhero Michi. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Wenn du die Chance hättest, nur noch mit YouTube Geld zu verdienen, wie es einige machen, würdest du es tun? Eigentlich eine gute Frage, gell? Ich habe mich mit der Frage noch nie beschäftigt, weil ich verdiene gar nicht so viel, dass ich davon leben könnte. Das sind eigentlich Peanuts, die ich da abkriege. Das ist eigentlich gar nicht der Rede wert, das Thema zu diskutieren. Aber sagen wir mal, ich hätte jetzt ultra die Reichweite. Ja, so, keine Ahnung, 80.000 Abonnenten oder so. Und ich täte wirklich schon damit krass Kohle machen. Und könnte zweimal die Woche ein Video hochladen und hätte auch voll das Equipment dazu, euch richtig zu unterhalten und bla bla bla. Warum nicht? Also, ich habe einen Beruf bereits gelernt, eine Ausbildung. Ich habe bereits Berufserfahrung in dieser Ausbildung sammeln können. Ich liebe meinen Beauty-Bereich sehr gerne. Darin gehe ich auf. Ich mag die Videobearbeitung sehr gerne. Ich würde auch gern mehr können. Ich kann es nur nicht aus finanziellen Gründen, aber was soll's. Ist ja nicht schlimm. Ihr sagt ja immer, ihr seid zufrieden und das ist die Hauptsache. Warum nicht? Aber es ist nicht auf Dauer. Also selbst eine Karriere von einem Sammy oder von einer Obacht oder von einem von den Waititi-Menschen da oder selbst eine Karriere von Darum wird nicht ewig sein. Und es gibt, also die werden bestimmt nicht ihr Leben lang YouTube machen, das glaube ich auf keinen Fall, aber sie werden dann vielleicht in dieser Branche vielleicht anders tätig sein. Vielleicht, keine Ahnung, was weiß ich, was die alles werden können. Filmemacher, Produzenten, irgendwann werden sie nur noch nah hinter der Kamera vielleicht stehen oder in andere Bereiche switchen, die sie dann erfüllen oder so. Und ich denke, dass es auch gar nicht verkehrt ist, weil keiner wird mit 80 noch YouTube-Videos machen. Also bestimmt gibt es da vielleicht ein, zwei Leute da draußen. Würde mich echt auch interessieren, wie die heißen. Würde ich da gerne mal reingucken. Aber ja, ich würde es wahrscheinlich machen, aber nicht auf Dauer. Und ich würde es auch niemandem empfehlen. Ich möchte die drei Mädels ja echt nicht anpissen, aber es gibt gerade so drei YouTuberinnen, die jetzt mit irgendwie Lancôme, glaube ich, eine Kooperation haben, wo sie jetzt YouTube-Neulinge zum Star machen, 2014. Also wenn ich meine Meinung dazu äußern darf, und das darf ich ja auch, und dafür kann ich auch nicht angegriffen werden, weil es ist meine Meinung. Ich finde es so unnötig. Weil jetzt ist momentan YouTube einfach nur noch Werbung. YouTube ist einfach nur noch, hey, ja, geil, neuer Beruf. Die Leute kommen aus der Schule und werden YouTube-Star und kriegen finanzielle Mittel und all sowas. Ist ja alles schön und gut, wenn ihr die finanziellen Mittel alle geschenkt bekommt. Ist sei euch auch gegönnt. Aber wie es gerade heraussticht, wie es nach außen hin präsentiert wird, so von wegen, du wirst der neue YouTube-Star und all sowas, das ist, ich finde es so unnötig. Es tut mir leid. Also ich finde es so unnötig und deswegen gucke ich mir in der Hinsicht auch gar nicht diese Videos mehr an. Es ist meine Meinung, fertig. Ich finde es nicht in Ordnung und von daher, ja, keine Ahnung, nach außen wird es gerade hin so publiziert, dass es eine Art neuen Beruf gibt. Und das finde ich halt nicht gut, weil Leute, baut euch im Leben vorher mal was Gescheites auf, ja. Macht eure Ausbildung, macht euer Abi, studiert oder sonst irgendwas, ja, und macht erstmal was Gescheites, bevor ihr dann irgendwann mal den Gedanken daran verschwendet, mit 16, 17 YouTube-Star zu werden, weil ihr habt nichts erreicht, außer YouTube. Und ohne das seid ihr alle gar nichts. Ist einfach so. Ich bin auch nichts. Ist einfach so. Ich kann nichts anderes dazu sagen, als dass es so ist. Keiner ist, was bevor er nicht was richtig Gescheites gemacht hat, was ihm im Leben später auch mal von Nützen sein könnte oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, sei jedem gegönnt. Ich bin absolut nicht neidisch. Ich freue mich für jeden, für den es gut läuft und so, absolut. Aber man muss was Handfestes vorher in der Hand haben. Und wenn da Leute keine Ausbildung gemacht haben und sagen, sie sind deswegen trotzdem gut durchs Leben gekommen, schön und gut, aber du weißt halt nicht, wie es in 50, 60 Jahren aussehen wird. Meine Meinung halt. Tina Yu, 22. Deine Lebensweisheit.
Gute Frage, gell? Im Übrigen, ich mische gerade zwei Foundations. Wenn ihr euch noch erinnert, habe ich die hier mal zugeschickt. Na, was heißt zugeschickt? Stimmt gar nicht. Ich habe eine DM-Box ja abonniert gehabt und da war die einmal drin. Und ihr seht, die ist ordentlich dunkel im Gegensatz zu dem jetzt hier. Und wenn ich das ein bisschen mische, dann passt das ordentlich. Ich möchte hier keine Review zu halten, weil momentan teste ich sie noch. Aber sie ist sehr... Ja... Also sie gibt schon nichts, also es ist nicht so flüssig wie das L'Oreal. Deswegen mische ich das auch noch so ein bisschen, dass das meinen Hautton sich ein bisschen besser anpasst. Und ich mache das immer so, dass ich es auf die Hand mache. Und irgendwo in diesem Wirrwarr, genau, ist mein Spatel. Sowas findet man auf den Zahnarztpraxen. Davon habe ich den auch. Und dann mische ich das nämlich hier so ein bisschen so hin und her. Und gute Helferin, sage ich euch gleich, gute Helferin im Zimmer, können gescheit anmischen. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ein paar Damen da draußen nicht gescheit Zement oder so anmischen können, weil da kriegen die Chefs immer ordentlich eins gegen den Strich. Das können sie nicht so gut leiden. Also lernt in eurer Ausbildung ordentlich anmischen und habt da schon mal einen guten Start in eure nächste Praxis oder so. Gutes Anmischen erfordert gute Kenntnisse. So, den Rest jetzt mal eben da drauf schmieren. Wo ist mein Pinsel? Mein Pinsel ist hier. So, weiter geht's. Was wollte ich jetzt eigentlich beantworten? Also, ich finde es ja immer ganz arg schlimm, wenn es so Leute gibt auf Facebook, die ständig jeden Tag zu jeder Uhrzeit irgendetwas mit einem Spruch posten oder auch YouTuber einen auf... Keine Ahnung, man hat mal Gandhi machen in dem Moment. Finde ich ganz arg schlimm. Aber was soll's. Aber meine Lebensweisheit ist so ein bisschen, das habe ich auch eine Zeit lang in meinem WhatsApp-Status drin gehabt. Das Leben ist wie eine Geschichte und du bist der Macher. Und im Endeffekt, was steckt dahinter in dem Moment? Es ist einfach so, dass jeder seine eigene Geschichte im Leben schreibt und deshalb bist du auch der Schriftsteller deiner eigenen Geschichte von deinem eigenen Leben und du bist derjenige, der dann irgend vielleicht mal deinen Enkelkindern oder irgendwen was darüber erzählen wird. Und ja, ich bin der Meinung, ich muss das interessant gestalten und ich muss was machen im Leben und bis jetzt kann ich nichts Schlimmes irgendwie davon berichten. Ja, natürlich gibt es schlimme Situationen, die man schon durchgemacht hat, aber ihr seht, das passt jetzt eigentlich recht gut, wobei... das Licht hier andauernd hin und her spinnt. Also ich bin wesentlich dunkler, als ich in der Kamera gerade rüberkomme. Das ist immer so geil. Auf Fotos bin ich immer ultra braun und dunkel und hier in der scheiß Kamera wegen den Softboxen bin ich immer das hellste Menschen momentan auf der Earth. Vielleicht seht ihr das so ein bisschen jetzt hier, aber es ist eigentlich sehr, sehr gleich. So. Auch nicht zu viel, weil diese Foundation ist nichts so für die Leutchen, die... fettige Haut haben, weil das doch schon sehr viel glänzen kann. Jetzt Concealer. Ich nehme Maybelline Fit Me Concealer. Ich finde den eigentlich nicht so geil. Der hat schon eine geile Deckkraft, so ist es nicht. Aber der hat so viele Puderpigmente enthalten. Der ist auch sehr schön gelbstichig. Was es ultra schwer macht, den richtig einzuarbeiten, geschweige denn so... sag ich mal, haltbar zu machen, dass er nicht später irgendwann so aussieht, als ob er in eure Ritze da reinkriecht oder so, wisst ihr? Denise. Am 17. Mai ist ein Treffen in Mannheim. Gut, dass du es ansprichst. Ich habe es nämlich schon die ganze Zeit vergessen. Am 17. Mai ist ein YouTube-Treffen, was ich selber veranstalte. Es ist kein großes oder so. Ich habe auch noch keine große Ahnung, wer da großartig kommen wird. Aber falls viele Zuschauer, und das habe ich ja öfters schon gesagt bekommen, dass es einige rund um Mannheim gibt, sage ich jetzt mal, die gerne kommen möchten und mal schnacken möchten oder so, sind herzlich eingeladen am 17. Mai. Das ist... an einem Samstag nach Mannheim an den Wasserturm zu kommen. Das kann man eigentlich ziemlich zentral finden. Das ist vom Hauptbahnhof aus 5 Minuten entfernt. Und das geht dann so um 17 Uhr los. Da treffen wir uns dann und dann schnacken wir so ein bisschen, habe ich mir überlegt, und machen vielleicht, keine Ahnung, so einen Live-Austausch oder so. Und es sind auch ein paar YouTuber da mit dabei, zum Beispiel die Phil Linker kommt. Ich glaube, also bis jetzt hat Nina zugesagt, Nina Kutschera kommt. Make-up-Zauber kommt, glaube ich. Marlenche kommt auf jeden Fall, hat sie, glaube ich, gesagt. Dann kommt noch eine, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Princess Ghost Beauty, irgendwie sowas, ich weiß es nicht. La Dame Blanche, ich kann diesen YouTube-Namen nicht aussprechen, das ist furchtbar. Die kommt und vielleicht noch ein paar mehrere. Ich habe die ja eigentlich auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie das doch auch verbreiten sollen. Aber ich glaube, das haben sie jetzt nicht so sehr gemacht. Wenn nicht, dann bleibt es halt ein kleines Treffen und was recht übersichtlich ist, weil dann kann man ja auch schön
irgendwo noch hingehen, essen, feiern, was auch immer. Irgendwie sowas, ne? So, also Concealer, schön aufgehellt, aber ich hasse ihn, was seine Haltbarkeit angeht. Das ist scheiße, ist das, finde ich. So viel zum Thema YouTube-Treffen, Zuschauertreffen. Frühere Modesünden und Schminkfehler, fragt erstmal T. Das ist auch eine Zuschauerin, die öfters auf Instagram kommentiert. Moment, ich habe was vergessen. Schminksünden. Also früher dachte ich ja immer, je dunkler das Make-up, desto deckender ist es, was vollkommen das Stuss ist, weil die Farbe hat nichts mit der Deckkraft zu tun. Wobei ich fest der Meinung bin, dass sich die Drogerie zum Beispiel von damals zu heute total geändert hat und man das gar nicht mehr so schwer hat, sage ich jetzt mal, Fehler zu begehen. Klar, es gibt immer noch Leute, die haben ein viel zu dunkles Make-up drauf und vielleicht ich auch ab und zu, aber das ist mir dann auch egal. Mir verzeiht man das eher. So. Und ja, keine Ahnung, aber aufgrund, dass es ja YouTube gibt, das ist zum Beispiel etwas, das gab es früher nicht, wo dir jemand richtig Schminken oder so beigebracht hat. Das hat vielleicht mal deine Mutter so ein bisschen übernommen. Und es gibt auch viele, die das Schminken der Mama auch so ein bisschen imitiert haben, ja. Habe ich früher auch gemacht. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt richtig oder gut oder so war, weißt du? Das finde ich ist ein Riesenvorteil, dass ihr zum Beispiel jetzt die Möglichkeit habt, anhand von Leuten, die euch das hier so ein bisschen vormachen, lernen könnt, keine Fauxpas zu machen. Habe ich mehr oder weniger auch dadurch beigebracht bekommen, jetzt mal ohne Scheiß, weil früher sah ich auch manchmal aus wie ein Zombie und Vollidioten, Spackens hoch 10. Seitdem ich YouTube-Videos geguckt habe, ist es wesentlich besser geworden. Und ja, das stimmt jetzt. Ich pudere mich so dick fett ab, weil das soll lange Zeit halten, das Puder. Und deshalb finde ich das auch echt gut, dass es das heutzutage gibt. Es gibt so viele Blogs, wo man sich Inspiration holen kann, wo man gucken kann, was nachschminken kann, gucken kann, welche Produkte einem zusagen, wovon man Fehlkäufe bewahren kann. Guck mal, das Haar, das ist automatisch voll voluminös, gell? Ich weiß zwar nicht genau, wie ich das mache. Mein Haar ist zum Teil so. Ich hätte so eine richtig dicke, fette Mähne irgendwie so gerne. Ich weiß auch nicht. Ich möchte noch brauner werden. Aber die Sonne kommt momentan nicht so oft raus. Scheißdreck da. Und dann so richtig dunkle Haare. Oh, ich finde das ja so geil. So viele Fragen. Das bin ich gar nicht gewohnt. Wie kommt es, dass du so oft zuletzt deinen Job gewechselt hast? Wissen deine Arbeitgeber von deinem YouTube-Kanal? Das haben wir vorhin schon mal geklärt. War das einmal nachteilig für deinen Job? Was wäre dein Traumjob? Nee, nachteilig war es jetzt nicht, aber es hat mich in dem Sinne, also in diesem Betrieb habe ich ja dann selber immer gekündigt, weil ich mich da ja absolut nicht wohl gefühlt habe, weil ich finde, das ist der letzte. Das ist egal, ich sag jetzt nichts, weil sonst kriege ich wieder einen Brief oder irgendwie sowas. Ja, das geht ja mal gar nicht. Und ja, aber ich wollte da eigentlich nach dem ersten Jahr, wo ich schon da war, gar nicht bleiben. Ich blieb nur wegen einer sehr lieben Kollegin, mit der ich leider heute gar keinen Kontakt mehr habe, aber was soll's. Passiert im Leben, man lernt Leute kennen, man verliert sie, man lernt neue kennen. Weiß nicht, so ist das halt eben im Leben. Und von daher hatte ich dann die Chance, ja woanders anzufangen. Da wurde mir ein Jobangebot gemacht. Und ich habe quasi da bei null angefangen, konnte gar nichts. Und die haben halt sehr viel Hoffnung in mich gesetzt. Und die haben ein sehr hohes Niveau angestrebt, was das Ganze angeht. Und die machen halt das Ganze seit 30 Jahren oder so. Und wenn da jemand hinkommt, der das dann gerade mal so ein Jahr macht, ist doch klar, dass der nicht so viel Erfahrung hat, oder? Das ist ja irgendwie logisch. Und ja, das hat dann irgendwie auf Dauer nicht mehr gepasst. Deswegen habe ich ja dann was Neues gesucht gehabt. Und das war dann halt kurz vor Weihnachten. Das habe ich euch ja dann erzählt. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, es ist jetzt zwar schön und gut. Und das war es auch wirklich saugeil. Und also super. Und das Ding ist einfach nur, ich habe es genommen, weit unter meinem finanziellen Wert. Das hört sich kacke an irgendwie, aber ich habe ja mal gesagt gehabt, verkauft euch nicht unter eurem Wert, wenn ihr wisst, was ihr könnt und was nicht. Und das Gehalt war einfach da so arg niedrig. Also da hätte ich ein Gehalt bekommen, wie ich dann gerade ausgelernt habe. Und das habe ich halt ein paar Monate da mitgemacht, bis mich dann jemand anderes
gefragt hat, ob ich nicht für denjenigen arbeiten möchte. Können Sie sich das gut vorstellen? Und dann habe ich lange überlegt. Ich habe wirklich ein ganzes Wochenende lang hin und her gegrübelt und dann stand die Entscheidung fest. Natürlich kann ich es auch bereuen. Also ja, natürlich lebe ich momentan damit, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und deswegen ist das jetzt relativ, was heißt relativ häufig? Ich finde es jetzt gar nicht so häufig, ehrlich gesagt, aber was soll's. Naja, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Bist du oft im Käfertaler Wald? Eigentlich nein, nie. Ich komme da irgendwie auch nie hin, aber vielleicht sollte man mal da ein Fantreff machen. Das hört sich so scheiße an, Fantreffen. Ein Zuschauertreffen, Entschuldigung, mit den ganzen Wutzen dort. Dann hattest du vor deinen Miezen noch andere Haustiere? Ja, natürlich hatte ich das. Ich hatte ganz viele Jahre lang immer mal wieder Hamster. Und wir haben noch einen Hund, beziehungsweise, ja, der lebt halt bei meiner Mama. Meine Schwester behauptet, dass es ihr Hund ist. Von mir aus kann er das auch gerne bleiben. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe damit gewohnt. Also von daher ist das so eine komische Sache, meins, deins. Wen interessiert es eigentlich? Keine Sau, oder? Wir hatten noch einen Hund und hatten wir noch irgendwas? Glaub nicht. Wann hast du angefangen, dich zu schminken und wie kamst du darauf, zum Beispiel durch Freunde oder andere Gründe, dass... Ich kapiere es gerade nicht. Moment. Warte. Sari 1998. Wann hast du angefangen, dich zu schminken? Fangen wir an. Mit circa 11, 12, glaube ich. Und wie kamst du drauf, zum Beispiel durch Freunde oder andere Gründe? Das ist meine Frage. Ich würde mich freuen, wenn du sie in deinem Video erwähnst und mich grüßt. Liebe Grüße, liebe Sari. Okay, habe ich mit beantwortet. Dann frug die Next, die Lara 19, ein Beauty-Produkt, ohne das du nicht mehr könntest, beziehungsweise gegen nichts anderes austauschen würdest. Geht es um eine Kategorie oder um ein spezielles Produkt an sich? Dann würde ich ja den Chanel Universal Bronzer nehmen, den ihr ja schon ganz, eine ganze Weile lang nicht mehr in meinen Videos gesehen habt. Der Grund ist einfach, er ist leer. Und ich komme irgendwie nicht dazu, obwohl ich könnte ihn ja online bestellen, ne? Ich bin so ein Depp. Ich komme die ganze Zeit nicht in die Stadt, um mir das Ding zu kaufen. Dann hatten, naja. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne das Dupe davon probiert, aber irgendwie komme ich da nicht so wirklich ran. Dann fragt die dicke Elfe 91, wie stehst du zu Tattoos und Piercings? Im Prinzip positiv, ehrlich gesagt. Ich habe da nichts gegen. Selber habe ich noch kein Tattoo. Ich hatte aber auch schon Piercings, wobei ich jetzt gar keins mehr davon besitze. Ich finde es super. Ich mag es nicht, wenn der ganze Körper tätowiert ist. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Was mich aber in letzter Zeit sehr aufmerksam macht, sind... wenn es mehrere Tattoos an Männern sind. Das ist irgendwie attraktiv. Also, sieht nicht schlecht aus. Also von daher kann ja jeder machen, was er will. Ja? Also, warum nicht? Dann fragt Sabrina NTZ, wie schaffst du es immer so positiv denken zu können? Ich liebe deine Videos. Das ist ganz lieb, danke. Ich finde nicht, dass ich immer positiv denke. Was aber, vielleicht kurze Geschichte wieder, was ganz komisch ist zurzeit, ist, dass ja ich mit vielen momentan hin und her schreibe und so. Und da erzählt man sich natürlich das eine oder andere. Und das Komische an der ganzen Sache ist, dass mich viele so in Erinnerung haben, dass Sandra immer tough ist und Sandra sich nicht auflassen lässt und Sandra grundsätzlich alles in den Griff kriegt. Ich sitze hier irgendwie komisch. Sandra alles in den Griff kriegt und Sandra ist nicht aufzuhalten und Sandra dies, Sandra das, Sandra ist stark, bla bla bla. Ich empfinde das ehrlich gesagt gar nicht so, aber es ist recht interessant, in was, welcher Erinnerung ich den Menschen im Kopf bleibe. Deswegen, also ich glaube, irgendwann kommt auch, glaube ich, nochmal die Frage, wie ich so selbstbewusst sein bin. Ich finde nicht, dass ich selbstbewusst bin. Gar keinen Fall. Weil jemand, der selbstbewusst ist, dem ist es scheißegal mit seinem Gewicht und dies und jenes. Ja, ich sag zwar auch immer, das ist mir scheißegal, aber natürlich gibt es da so Tage, wo ich mir dann sag so, oh, könnte die Rotze nicht mal irgendwen anders treffen außer mich hier. Aber ist ja nichts gegen meine Familie oder so, ne? Aber meine Familie sind alle so. Deswegen habe ich mich mehr oder weniger damit abgefunden. Also, weiß nicht, also, keine Ahnung. Positiv denken, ja, warum bin ich denn so? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht... ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung. Sag du es mir. Also, ich kann es dir nicht beantworten. Es tut mir leid. Dann die nächste Frage. Kannst du eine deckende und günstige Drogerie-Foundation empfehlen für Mischhaut? Kann ich. Und ich verlinke dir jetzt ein Video in der Infobox. Da mache ich sogar eine Demo und eine Review. Und zwar das Manhattan-Make-up. Das finde ich ziemlich gut. Guck in die Infobox, habe ich dir verlinkt. Dann, was kann man noch machen? Kannst du noch mal ein Fan-Treffen machen? Ja, wie gesagt, das Treffen findet ja dann statt. Bist du manchmal noch in Kassel? Bist du eher der Urlaubsmensch oder bleibst du lieber zu Hause? Hast du ein Vorbild? Vorbild haben wir schon geklärt. Kassel, ja, das ist recht witzig, wenn das jemand fragt. Das kommt ein... Hat mich das schon mal jemand gefragt? Ich weiß es gar nicht. Auf meinem Facebook-Profil sieht man ja, dass ich in Mannheim wohne, aber aus Kassel ursprünglich komme. Ich bin da ja auch geboren, also ich bin ein Kassler. Wohlgemerkt, ich bin ein Kassler. Was mache ich denn jetzt eigentlich als nächstes? Statt mit dem Handy hier rumzuspielen, könnte ich mir ja mal lieber die Fresse so ein bisschen bräunen oder so, oder? Ich täte es sagen. Kennt ihr den noch? Mein letztes Backup. Ich hatte eigentlich noch eins, aber wenn ich recht in der Annahme bin, habe ich das nicht verloren, sondern ich habe es der Nina geschenkt. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich bin der festen Annahme, ich habe es der Nina geschenkt. Wenn nicht, dann habe ich es verschlampt. Das wäre nicht so toll. Nein, ich war seit 13, 14 Jahren jetzt nicht mehr da. Ich weiß auch nicht, ob ich da nochmal hingehen soll. Es würde mich schon interessieren, wie es da so aussieht. Ich würde auch gerne alte Klassenkameraden mal wieder treffen. Ich habe ja so ein paar schon über Facebook mal wiedergefunden, beziehungsweise die mich. Eher umgekehrt. Aber... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe so negative Sachen über Kassel gehört irgendwie, dass das halt keine so geile Stadt mehr sein soll und pipapo und bla bla bla. Schieß mich tot irgendwas. Warum gehe ich hier mit dem Bronzer unter das Auge? Einfach, dass das hier nicht so hell aussieht. Nee, und was hat sie jetzt noch gefragt? Ganz peinlich, ich finde die Frage jetzt nicht mehr. Was ein bisschen scheiße ist. Kaipi21 fragt, von was könntest du dich ausschließlich ernähren? Was kann bei dir immer auf dem Tisch und was geht gar nicht? Also, ich bin jemand, der isst ja absolut keinen Käse, keine Wurst, kein Aufschnitt, so gar nichts, ne? Oh, damit könnte ich mich jagen, ehrlich gesagt. Das, allein schon vom Geruch, ne? Wenn ich das ist schon peinlich, ehrlich gesagt, ne? Aber wenn ich das irgendwo auf dem Tisch stehen habe, ne? Ich sitze davon immer ganz weit weg und wenn man das mir direkt vor die Nase stellt, dann wird sich mein Körper immer weiter mehr davon entfernen, weil ich diesen Geruch nicht abhaben kann. Mir wird so schlecht davon, das ist schon abnormal. So, und da das mit dem Bronzen jetzt noch nicht genug war, gehe ich jetzt mit MAC Harmony nur so ein bisschen nochmal hier. Hier, so, da rein. Ich muss mir mein Chanel-Dings wiederholen, dann ist man ein bisschen natürlicher braun und nicht so gefaked. Ich sehe es, dass du was drauf hast, Braun. Und ich sehe, deine Kontur ist nachgemacht. Aber was soll's, oder? Scheiß drauf. Ich mag's ja sehr gerne. Und damit es jetzt auch nicht zu stark ist, gehe ich nochmal mit diesem tollen Kabuki drüber. Von Ebelin. Ich finde den ja so geil. Und dieses Ding geht mir ja hier ultra auf den Sack gerade. Dann, was haben wir noch? Von was könnte ich mich denn ständig ernähren? Ja, ich liebe Kartoffelbrei. Aber so ungesund, das geht gar nicht. Ich liebe das ja, wenn da so richtig dick Fett Butter drin ist, viel Salz und dann der so richtig fluffig mit der Milch gestampft worden ist. Da könnte ich ja abgehen wie Schmitz Katze, ne? Das ist abnormal. Ich liebe das ja über alles. Das könnte ich immer essen. Aber nur, bis ich satt bin. Weil danach konnte ich mich vergesse, ehrlich gesagt. Dann, ich habe was Neues. Das habe ich bei Kleiderkreisel von einer zufälligerweise Zuschauerin abgekauft, was richtig lustig war. Ich habe aus der Marilyn Monroe Kollektion das Blush The Perfect Cheek errungen. The Perfect Cheek ist ein sehr leichtes Blush, was sehr natürlich aussieht. Vielleicht siehst du einen minimalen Farbunterschied. Das mache ich immer drauf, wenn ich gerade nicht weiß, was ich sonst machen soll oder nicht zu viel drauf haben will. Und dann nehme ich The Perfect Cheek, weil es den perfekten Ausgleich zwischen ich sehe einen Hauch von Farbe und Natürlichkeit. Auf jeden Fall. Kann man zwar mit, wie habe ich ihn genannt, Oscar gerade voll
vergessen, aber ja, was soll's, ist ja nicht schlimm, oder? So, jetzt haben wir das drauf, was fehlt denn noch? Was könnte man denn noch in die Fresse klatschen? Mascara. Nein, da ist was verschmiert. Oh, scheiße. Ich hasse es ja, ne? Oh, ich hasse es so sehr. Egal. Mascara. Machen wir mal ein bisschen Wimperntusche drauf. Dann fragt die Kalbi noch, welche Disney-Figur würdest du gerne sein? Das ist eine tolle Frage, aber eine sehr schwierige, weil viele kennen mich ja vielleicht so ein bisschen und wissen, dass ich so ein Disney-Fan bin und ich liebe Disney. Ich bin damit groß geworden. Ich habe das tagelang ich guck's ja jetzt noch geguckt. Ich bin so froh, dass dieser fucking Disney Channel endlich da ist und ich liebe diese ganzen Filme. Aber welche Figur wäre ich am liebsten? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist gerade echt keine leichte Entscheidung, ne? Aber ich bin meistens immer einer von den Charakteren aus so vielen, wo ich mich selber identifizieren kann, die immer so die Beste und die Hübscheste und die Tollste und die Großartigste sein will. Zum Beispiel bei Dornröschen, ja? Diese kleine, fette, blaue Fee, ne? Die will ja immer, dass ihr Kleid da regiert, statt das Grün. Nee, das Rote, glaube ich, ne? Und ich sehe so viele Parallelitäten, das ist abnormal. Ich möchte immer, jetzt habe ich mich schon ein bisschen angemalt, ich möchte immer eine von denen sein, die mir die Beste, die Schlauste, die Tollste, die Coolste und so weiter ist. Ach, keine Ahnung. Ich wäre auch mal gern Prinzessin, so ist es nicht. Wer wäre nicht gern Prinzessin, oder? Die nächste Frage ist, wenn ich ein ganzes Jahr lang nur ein Lied hören könnte, welche wäre es? Auch sehr schwierig, aber ich höre ja schon über seit einem Jahr immer ganz gerne dieses Somebody That I Used To Know. Das liebe ich ja ultra, das könnte ich immer hören. Oder Papa Ute oder wie man das auch immer ausspricht, das könnte ich hören. Was könnte ich denn noch hören? Ich weiß es gerade nicht. Ich höre schon seit Jahren inner, wie heißt denn das Lied? Keine Ahnung. Oder Rio höre ich sehr, sehr gerne. Party Animal, das ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Jason Derulo, das ist ein super geiler Künstler. Den finde ich ja so geil und klasse. Also da habe ich sehr, sehr viel gehört. Oder was ich in letzter Zeit wieder höre, aber das gibt es leider nicht mehr so oft, wegen dieser fucking GEMA, wurden fast alle Videos von den Pussycat Dolls, kennt die noch jemand, gesperrt, was mich dezent nämlich aufregt, weil ich liebe dieses eine Lied, das heißt Buttons und ich würde mir gerne das originale Video angucken. Geht aber nicht. Tja, scheiß GEMA. Worauf ich ja auch mal übelst Lust hätte. Ich weiß aber nicht, wie ihr dazu steht und ich weiß auch gar nicht, wen ich da verkörpern könnte, ne? Aber ich hätte mal voll Bock, so Make-ups von ein paar Stars so nachzumachen, so wie ich es halt interpretieren würde. Aber ich weiß halt echt nicht, wer da so gut passen würde, also ich habe ja auch mal auf Facebook gefragt gehabt, so, wenn ihr mich mit einem Star vergleichen würdet, bezüglich Ähnlichkeit, welcher wäre das denn? Kam ganz oft, Sandra, mir fällt keiner ein, ums einzigartig. Was ja total süß ist, aber das bringt mir leider in meiner Idee leider gar nichts. Schade, leider. Dann nächste Frage. Bist du noch mit Beauty Dynamite und Davy befreundet? Eigentlich ja. Weiß gar nicht, warum das überhaupt gefragt wird. Wir haben natürlich nicht viel Kontakt, Davy und ich. Wir hatten zwischendrin eine, ja, nicht so schöne Auseinandersetzung. Das ist aber auch einfach so im Leben, wenn man verschiedene Ansichten hat bezüglich verschiedener Lebensstile und ich vertrete einfach nicht das, was er anstrebt und ja, aber inzwischen, wir haben uns mal ausgesprochen so ein bisschen, haben mal einen auf Erwachsen gemacht jetzt hier. Wir haben dann geklärt, also dann, Davy, wir sind jetzt erwachsen, wir regeln das wie echte Erwachsene, wir zoffen uns jetzt nicht. Also er lebt noch, ich lebe noch, alles ist gut. Mit Sandy habe ich ja auch noch Kontakt, ja, man sieht sich halt nicht so oft, ne. Ich habe gehört, die zieht jetzt nach Köln, dann wäre sie nicht mehr so weit weg von mir, aber mal gucken, was die Zukunft so bringt. Davy, was hältst du davon, wenn sich Menschen nach ihrem Musikgeschmack anziehen, zum Beispiel Rock, Punk, Heavy Metal? Kann ja im Endeffekt jeder machen, was er will. Ich meine, es gibt auch Leute, die denken, wie läuft denn die Sandra rum? Das geht ja auch. Warum soll es das auch nicht geben? Es ist ja ein freies Land. Jeder kann irgendwie das tragen, was er will, oder? Also
Deswegen ist das ja nichts Schlimmes. Also ich bin da absolut offen, was das angeht. Dann, oh, die Romy. Würdest du lieber gar keine oder 20 Katzen haben? Dann lieber gar keine. Weil 20 alleine sauber machen und so, das ist... Nee, danke. Dann, Petit Mabon, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, fragt, du hattest ja eine schwierige Zeit, wie geht es dir heute? Ja, habe ich ja am Anfang des Videos gleich mehr oder weniger versucht, euch zu erklären. Es ist besser. Es ist besser. Also, nicht gut, aber auf den Weg dahin. Dann fragt sie noch, gibt es etwas, das du nicht kannst, aber gerne könntest? Oder möchtest zum Beispiel rückwärts Schlittschuh laufen oder blind kochen oder auch einfach reiten? Ich würde unheimlich gerne etwas können, was ich noch nie, soweit ich denken kann, das ist das kommende Wort, nicht kann. Ich habe ein Problem damit, wenn Sachen auf Arbeit passieren, die auf der Arbeit zu lassen. Ich nehme ganz gerne Probleme von anderen auf mich auf, und steigere mich da so weit rein, dass ich das zu Hause nicht lassen kann, darüber nachzudenken. Das ist furchtbar. Und das Problem an der ganzen Sache ist einfach, ich kann nicht abschalten. Mein Kopf rattert und rattert und er rattert weiter. Und ich würde unheimlich gerne lernen, wie man das abschaltet. Bin ich ganz ehrlich, ich würde es unheimlich gerne lernen, wie man das abschaltet. Ich wäre so dankbar, wenn mein Hirn einfach mal aufhören würde zu denken. Das wäre super, es würde mir einiges erleichtern, weil dann würde ich auch nicht ständig irgendwie denken, wie ich bei anderen Menschen stehe gerade. Weißt du, was ich sagen will? Das ist komisch. Ich habe immer ein Problem so ein bisschen damit, wenn ich nicht weiß, woran ich bin bei Menschen, weil dann fange ich immer an misstrauisch. Ich fange schon an, hier einen Spiegel zu gucken, einen auf Beauty zu machen. Oh, bin ich hübsch? Nee. Ich habe aber immer ein Problem damit, so... Wenn ich nicht weiß, woran ich stehe, nicht damit abschließen zu können. Und es nervt mich ein bisschen. Und das wäre eine Fähigkeit, die ich gerne können würde, aber die ich leider nicht kann. Rockabella 0107. Trägst du deinen Katzenpullover wirklich? Ja, doch, natürlich. Jetzt musste ich aufstoßen. Ich hoffe, ich habe es elegant übergangen. Falls du nicht weißt, von welchem Pullover ich spreche, ich verlinke dir das Video auch unten als Katzenpullover. Damit du weißt, um was es geht. Ich habe mir einen Katzenpullover gekauft und ja, ich trage den auch zu Hause. Er liegt zum Beispiel auch gerade da drüben. Dann Unknown Beauty fragt, was war das Schönste, was du je erlebt hast? Das haben wir ja schon besprochen. Jetzt kommt die Frage, die ich mal zwischendrin gelesen habe, von Snoopy1411. Würdest du dich als selbstbewusst bezeichnen? Nein. Vielleicht komme ich so rüber, aber ich selber bin es nicht. Ich bin ein selbstkritischer Mensch. Ja, das bin ich. Die, Selina fragt, kannst du dich noch an mich erinnern? Die vom RNZ. Haha, es war klasse, dich getroffen zu haben. Ja, kann ich mich. Also das RNZ ist das Rhein-Neckar-Zentrum bei uns in Viernheim, nicht in Monnem, in Viernheim, also in Hesse. Und da war ich mal shoppen und dann kam da von hinten so jemand so, hallo, stopp. Ich weiß gar nicht, was sie gesprochen hat, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Und ich denke mir nur so, Alter, was ist denn das? Drehe mich da um und dann sagt sie ja so, hallo, 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 du bist das Amelie. Und ich so, ah, oh mein Gott, ja. Das ist dann, ich drehe dann immer voll ab, wenn mich jemand sieht oder so, ne? Ich kann mich noch sehr gut an dich erinnern. Ja, du bist mir im Gedächtnis geblieben. Und ich kann mich auch noch an deinen Kumpane erinnern. Das ist auch ein sehr netter. Dann fragt die Lotte 212, wie hast du Beauty Kümer kennengelernt? Wie war denn das nochmal, Kümer? Also offiziell kenne ich Kümer aus dem Fernsehen. Das weiß ich noch ganz genau, da war ich mal in der Küche gehockt und dann war da ein Fernseher und dann habe ich kam Frauentausch und habe ich Kümer dort gesehen und ich so, ach du meine Güte, ey, ich glaube, der ist super drauf. Dann war er nochmal in der Teenie-WG, glaube ich, da habe ich ihn auch verfolgt und dann, als ich auf YouTube das erste Mal so ein bisschen unterwegs war, habe ich dann gesehen, dass er Videos hochgeladen hat und habe ihn hingeschrieben, oh, bist du das, bla 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 und dann habe ich ihm irgendwann mal geschrieben, so, hi Kümer, ich bin Sandra, kannst du dich an mich erinnern? Ich mache jetzt auch Videos. Und er so, ah, toll, ne? Hat sich bestimmt voll gedacht, hat da ja, komm, ne? Sagst du, der schneckt da mal eben so, hallo und bla. Und dann hat sich irgendwann ergeben, dass wir uns auf einem YouTube-Treffen, glaube ich, das erste Mal gesehen haben. Und zwar, glaube ich, war das in Wiesbaden? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lang her. Und
Wenn Kümer und ich WhatsAppen, kommt da grundsätzlich eigentlich nur Scheiß raus. Ich weiß nicht, ob sich das doof anhört, ne? Aber ich vor Ort hier, ne, bin ich, also habe ich meiner Meinung nach nicht viele Freunde. Ich denke aber, dass ich ganz viele Freunde innerhalb von anderen Städten besitze. Und Kümer gehört definitiv mit dazu. Und wenn wir beide zusammen sind, das ist wie wenn die Fliege über einen Kackhaufen in dem Moment fliegt. Das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Da kann einfach nie was Gescheites bei rumkommen, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich schätze ihn so sehr als Freund. Und im Übrigen, Kümmer, wir müssen wieder WhatsAppen. Es wird mal wieder Zeit. Wir haben ganz lange nichts gemacht. Aber ja, also ich glaube, so haben wir uns kennengelernt und lieben gelernt. Und wenn ihr Beauty-Kümmer nicht kennt, ich verlinke euch mal den Kanal. Dann müsst ihr da mal reinschauen, weil der ist. Ach, ich liebe ihn. Also ich liebe ihn sehr. Er ist eine Ossi. Dante. Dann Miss Underco fragt, was ist dein Lieblings-Social-Network? Network, Netzwerk, ich hasse das Wort. Meine Social-Media-Plattform, die ich am liebsten habe, ist komischerweise Twitter. Ich bin mehr der Twitter-Mensch als der Facebook-Mensch. Ich twittere sehr viel und gerne, zwischendrin auch mal. Natürlich gar nicht, wenn ich nicht dazukomme, ist klar. Aber ich twittere eigentlich liebend gerne. Ich unterhalte mich über Twitter sehr gerne. Ich verfolge sehr viele auf Twitter. Das Schöne daran ist, dass auch meine Zuschauer mich da ordentlich unterstützen. Und ich folge denen auch sehr gerne, weil ich finde, man muss sich einfach auch persönlich bedanken. Und falls ihr mir auf Twitter folgen wollt, dann könnt ihr auch gerne unten in die Links gucken. Da sind die immer drin. Könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr wollt. Wenn ihr euch meinen Bullshit des Tages mal wieder geben wollt, dann folgt mir auf Twitter. Oder auf Facebook, weil ich mache das immer so. Mein YouTube ist mit Twitter vernetzt und mein Twitter ist mit Facebook vernetzt. Und mein Instagram ist mit beides vernetzt. Also von daher folgt mir irgendwo oder auf Instagram irgendwo, dann findet ihr jeglichen Bullshit von mir. Und die letzte Frage von Bella Pupchen. Und dann ist auch Schluss, denke ich mal. Wann wirst du endlich Mutter? Kann mich die super als Mama vorstellen. Hast du denn einen Kinderwunsch? Ja, das haben wir ja jetzt schon mehr oder weniger besprochen, ne? Also sollte ich irgendwann mal Mama werden wollen, dann nicht, bevor ich irgendwann mal so 30 bin. Was ja im Endeffekt nicht passieren wird, denn ich werde ja nicht älter. Nein, ich werde dieses Jahr nicht älter. Nein, auf keinen Fall. Wer jetzt denkt, hat die Alte eigentlich einen an der Klatsche? Ja, das stimmt. Wenn ich mich so nämlich im Spiegel, ja, das ist furchtbar, wenn hier ein Spiegel steht, dann guckt man da immer rein und guckt, sitzt alles oder so, weißt du? Und ich sehe Lachfalten. Ich habe einen Lippenstift vergessen, das fällt mir gerade ein. Und es nervt mich so ultra und daran merkt man einfach, dass man älter wird oder durch die verdammte Fältchen unterm Auge. Das nervt mich nochmal noch mehr dazu. Wo ist denn jetzt dieser Dreckslippenstift? Ah, den wollte ich euch auch mal zeigen. Der ist gar nicht so schlecht. Den habe ich auch mal, irgendwann mal zugeschickt bekommen vor Monaten. Das ist von Max Factor. Fuck, 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 fick Factor. Die Farbe Burnt Caramel 745. Kann man das eigentlich da unten öffnen? Nee, ne? Und das ist so ein Braunton. Aber der sieht wunderhübsch aus. Das kann man nämlich gut in den Alltag so integrieren. Und wenn man sich auch richtig anmalen könnte, dann würde es auch funktionieren. Siehst du, dann sind die Lippen nicht so tot in dem Moment. Ja, hält auch sehr gut und sehr lange. Das war's jetzt mit dem Video. Ich bin jetzt eigentlich fertig. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich werde jetzt gleich noch ein Video drehen. Und dann muss ich endlich einkaufen gehen. Und ich habe so keinen Bock. Ich habe so keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Es hilft ja nichts. Ich muss ja. Das ist ja genau das Scheiß. Ich muss ja. Will nicht, aber ja, was soll's. Ja, ihr könnt mir weiterhin schreiben, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Habt ihr Videowünsche? Dann lasst es mir schon in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Video. Ich hatte es. Ja, ich denke, ich hatte es. Und ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Video und macht's gut. Tschüss!